Guten Morgen aus dem Dorf. Bevor es mit der Shiny Compilation losgeht, möchte ich euch kurz fragen, ob ihr wie ich hier an Ballmangel leidet. Also ich habe jetzt 10 Pokébälle zum Beispiel. Und leider ist bei sonnigem Wetter dieses Pokémon sehr häufig. Das ist von dieser süßen Kirsche, so eine Entwicklung. Genau, bricht halt ständig aus und ist in dem Fall ja auch sehr hoch. Natürlich genauso nervig. Schauen wir mal. Uhu! Ja. Genau das meine ich. Sollte das auch euer Problem sein, dann gibt es momentan eine Abhilfe. Und zwar hier im Shop. Ich habe letztens schon euch eine Box vorgestellt mit 30 Mal Rauch drin, was natürlich das Problem eher noch verschlechtert. Aber hier diese Pokeballs. Die 100 Pokebälle, die man hier sieht, die bekommt man auch wieder für einen Pokecoin. Heißt also wirklich Schnäppchen, Bargain. Jetzt allerdings zur Shiny Compilation. Viel Spaß damit. Ja, natürlich. Also, ja, viel Spaß mit der Shiny Compilation. Ich komme ja gerade mal gar nicht klar. Also ich rechne mit vielem, aber nicht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist ein regionales. Also nur auf einer Seite der Welt verfügbar und ja, ich habe anscheinend ein Glück. Puh, ich zitter noch. Bekommt natürlich eine goldene. Oh, schaut der gut aus. Was hier jetzt so schön blau ist, ist normalerweise rot. Oder sogar ein bisschen rosa. Könnte langen, sollte langen. Ja. Tada! Sengu's Quad. Glitzert einfach vor sich her. Jo, nehme ich sehr gerne. Es hat irgendein Event begonnen mit Eis- und Feuer-Pokémon, aber auch anderen. Wow! Das ist geil. Oh, ich finde das so sau schön, weil das so ausgeblichen ist. Oh, bin nervös. Da klotzt man mal, da kleckert man nicht. Huh! Yes! Evoli! Oh, bist du schön! Ja! Ich weiß, wir haben den letztens erst entwickelt, aber macht nichts. Wird halt dann mal eine Shiny Compilation oder so. Ja, früher morgen ohne Corona-Sorgen. Shiny sein kann ja diese Wasser- und Erdschnecke da, Fossilienschnecke. Das Krabi und das Tentakeltier hier. Tentakel, glaube ich, auf Deutsch. Weder die Schnecke noch der Kraken, sondern das Krabi ist shiny. Schön. Schauen wir mal, dass wir es auch wirklich bekommen. Sehr schön. Danke auch für die Bonbons. Und hier ist es. Wieder mal ein Shiny. Den krönenden Abschluss dieser Compilation, dieser Shiny Compilation, bildet dieses wunderschöne Geschöpf, dieses Sneeble. Es entwickelt sich jetzt weiter zu Sneebunna mit Hilfe eines Sinnosteins. Der sieht so aus. Oh, und ich musste auch ein Pokémon entwickeln für eine Aufgabe. Dann hätten wir das auch gleich erledigt. Ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Der englische Name war gerade angezeigt. Weavile. Okay. Kann man, denke ich, sich mal gönnen.
Eine Info ganz kurz zu dem Hintergrund, der da so runterregnet, was da so leuchtet. Das ist ein getauschtes Pokémon. Heißt also, ich hatte Glück bei einem Tausch dieses Shinies Nibbles, dass es halt Lucky geworden ist. Das war's dann. Wir sehen uns mal wieder. Hoffentlich irgendwann im echten Leben, im richtigen Leben. Macht's es gut.